The film is directed, written by, and stars Marco Doringer, a man of many talents. He makes documentaries about himself and his life. And in this new film, Marco Doringer asks himself why he can't be happy. Und Marco Doringer ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Marco. Hallo. Marco, jetzt liest man in der Filmbeschreibung zu deinem aktuellen Film, dass du Familienvater bist, dass du in einer Beziehung bist. Und gleichzeitig kann man dort aber auch lesen, dass du jetzt einen Film gemacht hast, wo du so dein eigenes Unglücklichsein ein bisschen ergründest. Da könnten jetzt viele Menschen vielleicht sagen, ah, das ist interessant, wie geht das aus, wie passt das zusammen? Wie ist da deine Reise hin zu diesem Film jetzt gewesen? Ja, das Leben besteht ja aus vielen Facetten. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt, ich habe glückliche Momente in meinem Leben. Bei mir ist das zum Beispiel auch meine Familie und meine Tochter. Aber deswegen kann ich natürlich genauso depressiv sein. Die Frage ist eher, von wo kommt die Depression? Und für mich halt die Frage der Depression durch meine Tochter und durch meine Vaterschaft eine neue Dimension erhalten. Weil ich mich natürlich frage, wie erlebt mich meine Tochter in diesen depressiven Phasen? Gebe ich ihr was davon weiter? Und unweigerlich dann auch die Frage, von wo kommen diese Depressionen? Die hat mich im Film eben zum Blick nach hinten geführt, sprich in meine Vergangenheit, in meine Beziehung zu meinem Vater und zu meinem Großvater und diese Verkettung, die transgenerationale Traumatisierung. Deine kleine Tochter sagt ja im Film dann auch mal sowas wie, du sollst das filmen lassen oder du sollst die Kamera ausschalten. Was macht das jetzt eigentlich mit deinen Beziehungen, wenn du diese Beziehungen zu Familien, Freundinnen zum Inhalt deiner Filme machst? Wie verändern sich diese Beziehungen? Das ist eine gute Frage, weil es ist so ein wenig nach dem, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Ich weiß ja nicht, wie mein Leben wäre oder meine Beziehung zu meinen Freunden, wenn ich jetzt nicht Filmemacher wäre. Und natürlich, ich filme ja nicht alle meine Freunde und ich filme sie nicht permanent. Wir haben ja dann auch noch eine Beziehung abseits der Kamera. Und die Szene, die du im Film ansprichst, wo meine Tochter sagt, sie will nicht mehr gefilmt werden, da war sie dann einfach genervt, da wollte sie halt einfach nicht mehr. Aber das war jetzt nicht ein Veto gegen das Filmen im Allgemeinen, da ist sie auch noch viel zu klein. Sie ist ja im Film nur eine Nebenperson und hat ja keine tragende Rolle. Und er wird jetzt hoffentlich da jetzt auch nicht die Beziehung zu dir als Vater hinterfragen, um das jetzt mal so auszudrücken. Das würde dann in ein paar Jahren kommen, genau. Schauen wir mal, du wirst sicher auch einen Film dann darüber machen, oder? Ich lasse es mal offen, aber ja. Alright, danke Marco mal bis hierhin für diese Antworten. Du bleibst noch bei uns und wir reden gleich noch weiter über deinen neuen Film. Marco Doringer is here right now as our guest on OK FM4. His new autobiographical documentary is called Your Life, My Life, Dein Leben, Mein Leben. And in it, he explores the, well, simple and very easy and straightforward question, why am I not happy? Ja, und eine Frage deines Films, Marco, ist ja auch, wie Traumata nachfolgende Generationen prägen. Du bist der Enkel eines Wehrmachtssoldaten. In deinem Film gehst du jetzt auch der Frage nach, wie solche Kriegserfahrungen die Generation danach prägen. Was sagst du da dazu? Was sind da deine Erfahrungen jetzt aus dieser Filmemachperspektive? Also mein Großvater ist durch seine Erlebnisse im Krieg sicher schwer geschädigt worden und hat als Kriegsheimkehrer diese Traumatisierung quasi in einer gewissen Art und Weise an seinen Sohn, sprich meinen Vater, weitergegeben und der wiederum in einer gewissen Art und Weise an mich, sprich man hat zu dieser Zeit einfach nicht über Emotionen und Gefühle gesprochen und so bin ja auch ich aufgewachsen und erzogen worden und mir ist erst im Rückblick klar geworden, wie meine wiederkehrenden Depressionen mit dieser gewissen emotionalen Leere väterlicherseits zusammenhängen. It's interesting, you talk a little bit right now about this sort of missing vocabulary and in your film as well, you document a particularly kind of charged moment in your family where people were arguing with each other but weren't really talking about what they were talking about. What was it like for you to have these discussions with your family and especially with your father? Ich ertappe mich ja selbst auch, dass ich bei gewissen Themen oder bei gewissen Auseinandersetzungen oder Beziehungen, jetzt speziell bei mir und meinem Vater, auch oft nicht die richtigen Worte finde. Sprich, die besten Gespräche haben wir eigentlich dann, wenn die Kamera läuft, weil dann will ich ja was von meinem Vater, da bin ich geduldiger, versuche ihn dann in Gespräche zu verwickeln. Wenn die Kamera nicht dabei ist, dann haue ich einfach auch selbst oft den Hut drauf. Ne? Muss ich mir mal merken für das Gespräch mit meinem eigenen Vater, eine Kamera aufstellen, um geduldiger zu werden. Mikro geht sicher auch. Ja, genau. Du reflektierst und stellst ja auch in deinen Filmen, du hast ja schon angesprochen, so Lebensentwürfe, hinterfragst und reflektierst das. Jetzt thematisierst du Depression in deinem aktuellen Film. Wie schwer war es eigentlich für dich, dieses Thema filmisch festzuhalten oder zu bearbeiten?
Ja, ich bin ja nicht dauernd depressiv, sondern ich habe depressive Phasen. Und wie ich dann aktiv an dem Film gearbeitet habe, dann war ich eben zum Glück längere Zeit nicht depressiv. Und ich habe jetzt auch keine klinische Depression, sondern ja, es sind depressive Zustände. Und im gewissen Sinn zeigt der Film mich ja nicht in einer Depression, sondern ist eher eine Nacherzählung und eine Reflektierung und eben eher die Spurensuche, warum ich depressiv bin, von woher meine Depressionen kommen könnten und nicht eine aktive filmische Bebilderung eines depressiven Zustands. So, to sort of round us off, what do you want or do you think that someone who watches your film Your Life, My Life will take away for their life? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass ein Dokumentarfilm nicht mit dem Finger zeigt oder versucht, Antworten auf Fragen zu geben, die eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Die Antworten muss eh jeder für sich selbst finden. Sprich, ich sehe die Aufgabe eines Films oder jetzt eines Dokumentarfilms, gewisse Gedankenanstöße zu geben, dass man sich eben selber mit den Fragen auseinandersetzt. Also ich würde mir als Dokumentarfilmregisseur nie anmaßen, irgendwelche Antworten in meine Filme zu geben. All right. Dein Leben, mein Leben starts today in Austrian cinemas. And thank you so much, Marco, for joining us today. Dankeschön. Ich danke.